Lieber Dad, ich habe es in einem Stück bis in die Alpen geschafft. Du bist echt ein Loser im Boden, Betty, aber dein Styling ist nett. Wie, stehst du etwa nicht auf pinkfarbene Einteiler? Mickey, noch zu haben aus Finnland. Kim, nicht interessiert aus England. Kannst du Skateboarden? Ein bisschen. Ist das Gleiche nur anders? Soll ich es dir zeigen, Betty? Ja. Okay, dann mal hoch mit dir. Okay, beim Skateboarden Gewicht nach hinten. Beim Snowboarden Gewicht in die Mitte. Verstehe. Gut. Alles klar? Ja. Deine Schultern drehen, nicht die Knie. Du bist ein Naturtalent. Ist doch wie Skateboarden, oder? Wuhu! Das hat echt Spaß gemacht. Das war noch gar nichts. Jetzt nehmen wir den Highway. Den Lift. Ach so. Geht leider nicht. Ich habe kein Geld für sowas. Betty, komm mal mit. Hey, siehst du das? In 3 Monaten ist der größte Snowboard-Contest in ganz Tirol. Ich bin jedes Jahr dabei und mache jedes Jahr einen Faceplant. Aber dieses Jahr rock ich es. Hey, melde dich doch auch an. Wieso nicht? Ich habe sie auch voll drauf. In 3 Monaten vielleicht schon? Vielleicht, mag sein. Vielleicht auch nicht. Ach, komm schon. Es geht um 25 Riesen. Das wird ein Kinderspiel. Du kannst doch skateboarden. Ich habe gleich am ersten Tag ein 360 hingelegt. Und dir das Genick gebrochen? Nein, nur das Bein. Ed Westwick is a delightful young man who has made me laugh pretty much every hour of the day since working on Shallow Girl. He's wonderful. He's really great to work with. And we've had great times both on the set and around Garmisch. I mean, I've seen some dudes out here that are pretty much out of control. So when I say I thought I was up to the job and I thought I was good, I was telling everyone before, I'm like, you know, I'm the man, of course. And then I get out here and, you know, there's like 2-year-olds that are, you know, much better than me, so. But they're great. I didn't realize instead of saying action or cut, they say over here bitte when they want someone to start and danke to say this. Please and thank you. Which is, I must remember to try more. That's inspiring, you know, it's inspiring. Hopefully that would be great. Inspiring for people who just deserve an opportunity and can see that if they just get that opportunity, they must just go for it. And you just got to go for it and seize the day and all of that. Which is why I responded to the script, because I was like, I wish I had those balls. Und siehe da, sie war dein Schwan. Ach, dann war ich vorher das hässliche Entlein. Da muss jemand noch lernen, mit Komplimenten umzugehen. Ah, jetzt wird mir so einiges klar. Ja, mein Bereich ist der Innendienst. Es ist eine Schuhschleife. Das nennt man Fliege. Du musst sie binden wie Schnürsenkel. Komm her. Ich hätte dich nicht für ein Mädchen gehalten, das weiß, wie man eine Fliege bindet. Und ich habe gedacht, du wärst ein Junge, der sowas weiß. Der Abend muss ja wichtig sein. So. Lizenz zum Töten. Oder getötet zu werden. Bei meinem Chef habe ich einen guten Eindruck gemacht. Die Einheimischen scheinen ganz freundlich zu sein. Das ist doch heiß! Ups, trotz langer Schichten. Das ist deine Schuld. Hab ich gern gemacht. Glaube ich langsam. Johnny. Es könnte mir hier gefallen. Und siehe da, aus ihr wurde ein Schwan. Ach, dann war ich vorher das hässliche Entlein? Klar, habe ich Glück, aber ich bin gefangen in dieser schrecklichen Luxuswelt, obwohl ich so gern ein Popstar wäre. Rockstar. Schlaf nie mit dem Hausherrn. Außer er ist attraktiv. Die Saison geht zu Ende. Er kehrt wieder in seine Welt zurück und du in deine. Sie ist ein Zimmermädchen. Ich finde, du hast was Besseres verdient. Kim!
Diesen März präsentieren euch Felicity Jones, Ed Westwick, Tamsin Egerton, Ken Duken, Bill Bailey, Brooke Shields und Bill Nighy eine Komödie der Extraklasse. Ja, das sagen sie immer. Ich fand's schon ganz lustig. Du bist ein Naturtalent. Eine Geschichte über ein Mädchen. Hast du nicht gesagt, sie wäre noch nie in den Bergen gewesen? War sie auch nicht. Das sich seinen Ängsten stellt. Ja! Und dabei alle verzaubert. Powder Girl. Ich stell die Fotos auf Facebook. Stups mich an.